Neues Spiel, neues Glück. Mit dem neuen Game Pass, jetzt frisch auf eurer Festplatte, Citizen Sleeper in der Version 1.0.0.11. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Hat so ein bisschen was von Cyberpunk, also Cyberpunk-Vibes. Dystopische Zukunft, böse kapitalistische Unternehmen, die arme, unschuldige Menschen unterjochen. Wir schauen es uns einfach mal an. Wie gesagt, ich habe keinen... Naja, ich habe es bezahlt über den Game Pass, aber äußerst indirekt. Bevor ihr das machen müsst oder wollt, könnt, zeige ich es euch, ob es etwas für euch ist. Wir klicken erstmal zum Starten. Ich glaube, es ist wieder mal ein sehr textlastiges Spiel, auch vor allem mit englischen Texten, aber das werden wir hinbekommen. Oh, das werde ich rausschneiden. Und herausgeschnitten. Die Magie des Video-Editings. Gut. Ja, mehr können wir nicht machen, außer ein neues Spiel und starten. Rausgehen. Deswegen fangen wir jetzt an mit Citizen Sleeper, dem Bürgerschläfer. Wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe. Wir können uns eine Charakterklasse auswählen. Also es ist eine Art RPG. Also es ist nicht nur eine Art RPG, es ist ein RPG, also ein Rollenspiel. Roleplay Game. Wir können jetzt wählen, ob wir einen Operator nehmen mit gewissen Fähigkeiten. Hat schon sehr Cyberpunk-mäßige Züge. Nicht unbedingt Cyberpunk, aber halt sowas in der Art. Der Maschinist. Ja, Krieger, Barbaren oder Zauberer gibt's ja leider nicht. Was heißt leider? Aber Hardworking Sleeper ist ein High Level of Endurance. Das klingt doch hier nach uns. Skills. Endure. Use Strength or Strength of Will. Performance of Awareness. Extractor. The Operator. Oder der Maschinist. Ich finde ihn eigentlich den Maschinisten recht cool. Also hier... sieht so aus, als ob er nützlich wäre. Nicht so wie viele andere auf dieser... Ich werde wieder politisch, großer Gott. Nein, der Maschinist klingt gut. Den nehmen wir einfach mal. Sind wir jetzt einfach mal der Maschinist. Toller Film mit Christian Bale, wo der Typ so richtig dünn wird und dann wieder fett. Nein, er war nur dünn und dann stirbt er. Jetzt habe ich es gespoilert, tut mir leid. Gut. Unknown. Where are you? Es beginnt wie Disco Elysium hier. The first thing you become aware of on waking is the disconnect. The delay between thinking and feeling. Between wanting to act and acting. Minor, almost imperceptible, but always present. Okay, wir erwachen jetzt hier. Wahrscheinlich, weil wir ein Roboter sind. Also nicht ein Roboter, doch ein Android. Ein Nicht-Mensch. Aber mit einem Bewusstsein, was uns hier gerade... ja, direkt ins Gesicht springt. Deswegen setzen wir mal fort. It's at its worst when waking, when yourself has spent many dark hours recalling what it felt like to be real, to be a person, to be in a body that's what indisputably yours. Think of that body, forget it. Ach, wir waren mal ein Mensch anscheinend, aber jetzt sind wir in einem Roboterkörper. Wahrscheinlich ein Citizen Sleeper. Ist nur eine Vermutung. Wie gesagt, ich habe mich überhaupt kein bisschen dazu belesen zu dem Spiel. Wir überraschen uns einfach mal. Wir vergessen aber den Körper. Die fleischische Hölle ist immer losgeworden. Wir sind jetzt wieder... Was heißt wir sind wieder? Wir sind etwas Neues, was Besseres. You resist nostalgia. Also wir haben der Nostalgie nun überwunden. Also nicht, wir haben uns ihr widersetzt. It is pointless, especially now. This is the moment to reach out. Not curl inwards. This is your moment of escape. Even if it feels immediately like you traded one prison for another. Smaller, colder, lifeless. Ah, es wird wieder sehr nihilistisch hier. Ich muss mal ein spaßigeres, schöneres Spiel spielen. Wir spielen mal Dorfromantik. Das kennt doch jeder schon. So ein 8-9-Euro-Spiel. Aber das ist... Da geht's mir gleich wieder besser. Wenn man einen schlechten Tag hat, spielen wir mal Dorfromantik und dann geht das schon. Ich finde den Titel schon geil. Aber wir spielen jetzt hier nicht Dorfromantik, wir spielen Citizen Sleeper. Reach out, you almost love, or you would if there was room
or even air to do so. The walls of the container are immediately present. Cold heart at your back and face, cramping your limbs. Okay, das Problem ist, wenn ich das laut und schön vorlese auf Englisch, vergesse ich immer die Übersetzung. Das kennt ihr vielleicht noch aus Schulzeiten, wenn ihr vorlesen musstet und dann nochmal den Text rekapitulieren musstet selbst. Das war mal etwas, also mir fiel das schwer. Ich war zu sehr damit beschäftigt, den Text schön vorzulesen. Und so ist es jetzt auch hier. The words of the container. Ja, bla bla bla. Bis jetzt haben wir nur Text. So, you resist the desire to stretch, knowing that you're claustrophobia. Oh, wir sind noch claustrophobisch. It has been paving like you used to know paintless. Blablabla. Oh Gott, sorry, ich wollte euch nicht mit so viel Text langweilen. Ich dachte, da kommt mehr Action, weil es ein, okay, ist ein RPG. In Emergency World, pain is a message delivered. If it's easy to remind it that harm is imminent. So viele schwierige Wörter. There's no insist rope, no trampling nerves, just a warning delivering with the banya quality of the digital notification. Right now there are thousands of them. Okay, es gibt nur ein großes Problem. Remember the plan, remember the others. Wir erinnern uns an den Plan. Wie auch immer der lautet. You mostly remember that it wasn't a good plan. Wir machen immer gute Pläne, oder nicht? Egal. Once you get a little... collapse the shaft. Gut, ich mach mal weiter hier einfach mal, okay? So, wir haben nun einen Plan. Identify the hold the fighter. Wait for the cold. Try to rest. Okay, wir versuchen mal, uns auszuruhen. But you're restless. Oh, it's been a long time since you left. Surely weeks, maybe months. You are dully aware of damage to your legs. You're right, I'm your free surf energy as much. You feel the weight of impossible to begin to go. It's time to sleep again, to nudge this. Ah, gut, wir schlafen jetzt erstmal. Time passes, the cold creeps further in. Oh, die Kälte. Sie kriecht langsam in uns hinein. You feel something. Ich fühle etwas. Wärme. Keine wahre Wärme. But indication of its presence. Also wir denken, das Wärme vielleicht. Wer weiß. Egal. Nicht egal, aber wir fühlen etwas. Then light. Das war gerade ein neuer, toller grafischer Effekt. White as the cold, then softer and softer. Until in a haze of dirty yellow, a figure appears. You are out. Oh, statt ich mir wäre in. Okay, wir sind im Spiel. Gut, das ist eine Raumstation, oder? Ach, das ist so eine Art. Es ist ein Ring. Also so eine. Ja, auch ein bisschen, das ist ein bisschen Science-Fiction-Klischee, aber gut, es soll ja relativ gut funktionieren, um eine Art Schwerelosigkeit, also künstliche Schwerkraft, nicht Schwerelosigkeit, eine künstliche Schwerkraft zu erzeugen, das aufgrund der Radialkräfte, Ding dreht sich, ja, ich habe Physik abgewählt in der 11. Aber so in der Richtung soll es gehen, oder es ist eine Art Dyson-Ring, aber das glaube ich nicht, weil dann wäre es nicht so gebogen über diesen kurzen, über diese kurze Strecke. Es ist ein Halo-Ring, sagen wir. Wie aus dem Spiel Halo oder jetzt der Serie, die mir ständig empfohlen wird, aber ich gerade keinen Bock drauf habe. Aber wir schweifen ab. Okay, Items. Wir haben Cryo. Cryptocurrency stored in the airworld sticks of memory known as chits. Okay, Cryo ist wahrscheinlich die Währung. Und mehr haben wir nicht. Wie viel haben wir denn? Es ist eine Kryptowährung, also wie Bitcoins. Zum Bleistift. Okay. Dragos. Wir besuchen jetzt gerade Dragos, glaube ich. It has been a few hours since Dragos pulled you from the container. Ah, so hat es also begonnen. You sit huddled in a corner of its scrapyard, swaddling in the reflective folds of a Miller blanket. You are slowly coming back to consciousness, back to life, and you stare at the ornately curving element of an improvised teeter. You are surrounded by angular, incoherent lumps of chips. Some carry glasses, wounds along the edge of a plasmic arc, relates in part as a tracer. Blah, blah, blah. So, sleeper, you are all fourth, yeah, fourth? Da müsste ich noch schauen. Oh, ich bleib, nee, ich mag es nicht, wenn man immer eine Frage stellt und man bleibt ruhig. Ich sag almost. Never seen one of you come in like this.
New frames must have been preserved in sub-zero racks. Seen more than a few of your frozen solid. They aren't so lucky. Blah. 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 Tut mir leid, ich weiß, das ist ein Rollenspiel mit tollem Text, aber mir ist es irgendwie gerade zu viel. Ich bin etwas jetzt bis jetzt von der Atmosphäre nicht gerade angetan. Die ist so steril, so. Na gut, es sind die ersten paar Minuten. Es wird bestimmt besser oder auch nicht. Wie gesagt, ich habe kein Geld dafür bezahlt. Jedenfalls nicht direkt. Ich plane zu überleben. Okay. Ja. Yep. Ja, du hilfst mir. Sehr gut. Obsolenz, geplant hinter Eis, das, ja, das Auge. Ich sehe genug, yep. Gut, ja, das könnt ihr, wenn euch das wirklich interessiert, pausieren und durchlesen. Ich mach's jetzt nicht. Oh Gott, jetzt haben wir bestimmt ein Online-Tutorial. Welcome to Erlin's Eye, also das heißt dieser Ring wahrscheinlich. Live on the Eye runs in cycles, during which you can talk to character, explore areas of the station and perform actions. You need to head to your current home to rest. Ach! Das ist so ein bisschen wie Persona. Persona 3, Persona 4, Persona 5. Die anderen habe ich nicht gespielt. Gibt es auch andere Spiele, die in die Richtung gehen, bestimmt. Aber Persona, tolles Spiel. Also der vierte Teil, boah, Mensch. Der dritte war auch toll, der fünfte auch. Aber der vierte, da blieb was hängen in mir. Emotional. Gut. Falls ihr nicht kennt, Persona kann man sehr, sehr grob in zwei Spielabschnitte teilen. Der eine ist quasi eine Art Dungeon Crawler, viel Kämpfen in Turn-Based Combat. Aber der interessantere Teil war der Schulteil, nennen wir ihn jetzt einfach mal. Beziehungsweise, wo man als Held einen normalen Tagesablauf als Schüler einer japanischen Highschool oder wie die Dinge auch heißen, führt. Und man sich diesen Tag einteilen muss. Es lief jetzt nicht als Zeitlimit ab. Großer Gott, ich hasse Zeitlimits wie die Pest. Man konnte aber quasi nur frühs, mittags, abends nutzen. Für irgendwas. Also sich mit Freunden treffen oder Nudeln essen gehen. Danach hat man natürlich auch noch seine Werte dann in den Kämpfen verbessern oder verschlechtern. Meistens verbessern. Das habe ich jetzt sehr grob und schlecht wahrscheinlich dargestellt. Aber ich glaube, so geht es in dem Spiel. Nur, dass es wahrscheinlich kein Dungeon Crawling gibt, denke ich mal. Glaube ich. Na gut, wir schauen einfach mal. Wir sind der Maschinist, wir schauen mal unseren Charakter an. Ja. Ja. Das ist sehr viel. Wir haben einen Upgrade-Punkt. Nein, wir brauchen einen Upgrade-Punkt. Wir haben zero Upgrade-Punkte. Hier steht aber ein Upgrade-Punkt. Manchmal hasse ich mich. Auch nur manchmal. So, wir gehen mal wieder raus. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Gut, wir wollen aber nicht nach Hause wieder. In den Empty Container. Wir schauen uns mal an, was hier so abgeht. Nichts. Gut, wir müssen wahrscheinlich doch in unseren Container und erstmal schlafen. End cycle. All cycles need to end. Rest and prepare for the next one. Gut. You wake curled up in the corner of the container and begin slowly assembling the world around you. Oh, after the storm, you still find this body, the one you recognize, strange and disjointed. Its message is rattled, but somewhere wrong. You sit up, putting the blanket close against the cold. You are one. Here you are. On this ruined station, millions of miles. Oh, Verzeihung, ist gerade etwas langweilig. Wir wollen uns ein Leben hier aufbauen. Wir sind sehr pragmatisch, zielorientiert. Flüchten wir auch, das drumherum Weltall. Antworten bekommen. Warum? Was bringt es einem am Ende? Man kann quasi diese drei Antworten auch für unser Leben auf unser Leben projizieren. Nachdem uns bewusst wird. Während der Schulzeit vielleicht. So.
was wir denn nun machen wollen mit uns. Deswegen bauen wir unser Leben auf. Hier auf dieser wunderschönen Ringstation. Maybe you did get lucky finding yourself here. Maybe here on the edge of everything there's a life for you to build. But before you can build anything, you'll need to learn to survive. Okay, das kriegen wir hin. Wie wir überleben können. Maybe if you can do that, you can make a life for yourself. Mhm. Ja, er hat uns, dieser Dragos ist echt ein cooler Dude. Der hat uns tolle Sachen gegeben. Wir müssen noch essen. Ich dachte, wir sind Roboter. Oder was ähnliches. North. Ich finde den Soundtrack schön. Das ist so entspannt. So entspannt wie Dorfromantik. Das spielen wir nun mal. Aber es gibt noch ein anderes tolles Projekt, was ich in Angriff nehmen möchte. Und zwar mein absolutes Nummer 1 Lieblingsspiel. Wollte ich mal. Ja, das Problem ist, das Spiel kennt jeder. Also, was heißt jeder, der halbwegs mit dem Medium-Computerspiel zu tun hat. Es ist aber schon über 20 Jahre alt und es ist nicht Diablo 2. Das wollte ich mal mit euch anspielen, euch zeigen und auch etwas nachsynchronisieren sogar. Ich mache ja ein paar Synchronisationsarbeiten. Das ist ein übertriebener Begriff für die Sachen, die ich mache, aber das wollte ich ein bisschen kombinieren. Also stay tuned, like and subscribe. Gut, genug Werbung, wir gehen hier weiter. You tidy away the stove as best you can and try gather enough energy to greet the day. Ah, endlich neuer Tag im Zyklus. Okay, condition. Oh Gott, es geht doch noch. Ah, wir müssen irgendwie überleben. Action Dice. At the start of each cycle, you roll your action dice, also den Aktionswürfel. These dice can be used to perform actions on the station. The number of dice rolled is based on your current condition. The worst. Ah, okay. Also dieses Rollenspielsystem, ja, mit Zufallsgeneration, aber wir können natürlich die Wahrscheinlichkeiten zu unseren Gunsten erhöhen, wenn unsere Werte besser sind. Ja, unsere hier Kondition, bla bla bla, wenn wir, sind wir bestimmt tot, wenn die runtergeht. Weil wir auch jeden Tag essen, trinken und schlafen müssen. Wie in der Realität. Energy, you also need to survive this. Oh ja, die Energie brauchen wir auch noch. Jo, passt schon. Tja. Was ist das? Hab ich getan. Haben wir Dragos angerufen? Anscheinend. Kurze Pause. Und wieder da. Wir haben mit Dragos gesprochen und haben ihn zumindest angefunkt, so wie es aussieht. Dragos scheint so unser Best Buddy zu sein oder jemand, der auch so eine arme Seele ist, aber uns helfen möchte. So wie es aussieht. Na gut. Okay, bla bla bla. How are you feeling? Ich fühle mich immer gut. Es ist auch mein erster Tag hier. Gute hier. You well enough to work? Work? Sure, klar, wir wollen arbeiten. Wir müssen ja irgendwie unser Geld verdienen, unsere Cryptocurrency. Alright then. At the yard, it's simple stuff. We hack these old holes down. Ich dachte, mit Arbeiten meint er irgendwie Pfandflaschen sammeln oder dergleichen. Und jetzt müssen wir hacken? Okay. Chits. Ne, Chits ist die Währung. Ja, oh, no, ne. Sticks of known as Chits. Okay, got it. He shuffles his feet nervously. Look, I wouldn't usually do this. In my opinion, you're the best suited moving on us. Blah, 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 blah. Gut. I need to help. Happy to. Okay, blah, blah, blah. Wir möchten einfach arbeiten. Meine Güte. Lass uns arbeiten, bitte. Looks like it's time to get to work. Meine Rede. Dragos Yard. Was heißt das hier? Das, wenn wir dorthin gehen, wird wahrscheinlich ein Zyklus, also ist ein Teil des, viel können wir ja nicht machen. Und das bedeutet der Tag? Was heißt das hier? Ich hab keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hin zu
So, tutorial actions. Actions. Actions are the primary way you interact with the world of Citizen Sleeper. To perform an action and click and drag it. Ah, okay. Man, wir müssen auch mal lesen, dann verstehen wir auch dieses hochkomplexe System. To perform an action, click and drag your chosen action dice to the slot. Das sind die Dinger oben. Negative Action fails in Rot. Gut, und die Farbe gibt an, wie ich. Also, gelb ist hier 100%, wir schaffen es garantiert. Und dann, ja, dann. Wird es immer schlechter. Ja. Gut. Wenn wir das machen, schaffen wir es 100%ig. Wenn wir es so machen. Eieieiei. Aber ich glaube, das ist unser Bester hier. Das ist quasi die Aktion für den gesamten Tag. Eine Aufgabe können wir quasi richtig, richtig gut machen an einem Tag. Also wo garantiert alles gelingt. Und hier am Ende, naja, sollten wir vielleicht niemanden irgendwie versuchen zu retten. Okay, wir können machen. Die Hüllendissektion. Ja, warte mal, wie viel haben wir denn hier? Wahrscheinlichkeit. 50-50, das kenne ich. Das kenne ich. Deswegen machen wir lieber 100. Ach nee, wir können nur eins von dem machen. Nur machen wir. Also hier unser Dragos hat er gesagt, hier die Hülle müssen wir dissektieren. Adept called in. Ach, machen wir einfach mal. Das müssen wir schaffen. Ja. Wir haben Geld gewonnen. Verdient. Random Scrap Item haben wir auch noch dazu bekommen. Mensch. Warum krieg ich kein Achievement? So, Action often progress clocks. Uhren. Clocks are displayed below the action that fill them. Filling a clock means something good or bad is about to happen. Bestimmt hoffentlich nur gute. Some clocks, such as the one tracking Dragon stabbed, are cycle clocks. These clocks tick themselves once each cycle and can complete without player input. Any active cycles will be displayed. Okay. Wollen wir das nochmal machen? Oh, ich habe doch hier Engineer plus 1. Also scheint das doch. Wir haben auf jeden Fall 15 Cryos. Shits. Verdient. Nee. Dann lieber nochmal das. Schaffen wir es? Find the Doctor. In Citizen Sleeper, you will unlock drives as you discover more about yourself and the world. Drives guide you in pursuing specific blah. You can access blah. Yeah. Jo, machen wir. Wir haben es geschafft. Krass. Und haben nochmal 15 Pesos. Aber wir haben jetzt eine neue Aufgabe. We pay Dragos. Achso, unsere Aufgabe steht erstmal darin, dass wir den Dragos hier wieder alles zahlen müssen. Wahrscheinlich, weil er uns geholfen hat. Und deswegen haben wir Schulden bei ihm. Warum? Selbst im Space haben wir Schulden. Blöd. Und wir müssen überleben, indem wir jetzt hier einen Doktor finden müssen. You need access to corporate pharmaceutical, also zu corporate sind ja quasi die unternehmerischen Unternehmer. Ach ja, wir sind in einer bösen, ausbeuterischen, kapitalistischen Welt. Naja, gehen wir nochmal hin. Aber ich glaube nicht, dass wir den Doktor hier finden, deswegen liefen wir jetzt. Und versuchen, einen Doktor zu finden. Ich brauche einen Doktor. Okay, hier wird aber was angezeigt, dass wir dorthin müssen anscheinend. Ach nee, Danger, Danger. Ach, hier können wir noch andere Sachen machen. Wir können nach dem Weg fragen. Was gerade ziemlich risky ist. Eieiei. Ich meine, eigentlich muss das 100% da geben. Warum sind die so arschig dort?
All you need is the courage to push him. Okay, wir sind nicht wahrscheinlich mutig genug, um die Leute anzusprechen. Und wir können den Markt erkunden. So wenig wahrscheinlich, dass wir das schaffen. Einfach den Markt zu erkunden. Machen wir hier. Engage haben wir auch minus 1. Das liegt an unserer Maschinistenfähigkeit. Aber wir müssen ja den Doktor finden. Vielleicht ist der Doktor auf dem Markt. Ah, machen wir mal. Ja, wir haben es geschafft. Und wenn wir die drei Segmente aufgefüllt haben, dann haben wir Wissen über diese Lokalität. Vollständiges Wissen über diese Lokalität. Vielleicht schaffen wir es sogar. Was nicht mehr geht. Es geht nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Warum geht das nicht mehr? Gut, wir haben noch eine Aktion quasi. Wir haben den Doktor gefunden, weil wir hier den Markt erkundet haben. Yes! So, wir sind beim Doktor. Unsere erste Quest ist kurz vor dem Abschluss. Next comes the call from the enforcer at the door. Bla 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 bla. Wir sind ja auch Kassenpatient. Das wird nicht gut für uns ausgehen. Bla bla bla. Bla, wir gucken mal rein. Enforcer, also das ist auch so eine Art Sicherheitstyp vor dem... vor der Klinik. Oder der Praxis, je nachdem. You lean against the door in an apartment. The entry is dark. Bla bla bla. Wait your turn, he grows. Okay, wir warten. Bla bla bla. Haben wir überhaupt genug Geld für den Arzt? Wir haben nur 30 Krios. Aha. Vielleicht können wir auch anschreiben. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass es hier ein ordnungsgemäßes Sozialversicherungssystem gibt. Okay. Okay. Das ist der Doktor. Er sieht aus wie ein Kind. Oder eine Frau. Es ist die Zukunft. Please sit. Gut. Fängt schon mal gut an. Sabin heißt der Doktor. You sit. Sabin turns a compact diagnostic scan of some kind in their hand. Okay, es ist eine Frau. They hold it to their eye. Gut. Untersucht uns sofort. Sehr gut. Hoffentlich ist es kostenlos. How long have you been on the station? A few cycles. Sind wir doch schon. They note. It's good you came to me. Gut, die nennen das hier Zyklen. Oder ja, Cycle ist in Zyklen übersetzt, weil es natürlich keine Tage gibt. Natürlich gibt es, ich weiß nicht, in welchen vielen Science-Fiction gibt es dann immer die Science-Fiction-Stories, die Standardtage, wo man einfach dann den 24-Stunden-Erdrhythmus, Tagesrhythmus ins Weltall überträgt. Aber hier haben wir unseren eigenen Zyklus. Ich glaube, das ist ganz schlecht vom Organismus, aber wir sind ja sowieso zur Hälfte Maschine, wie es aussieht. Gut. So, unsere synthetische Haut wird untersucht. Die ist hoffentlich gut. Your body is dying. Ah. Eieieiei. Sieht jetzt schon nicht gut aus. Und das wird auch teuer. They said it without ceremony, without drama, but not without empathy. Essen Arp doesn't like to see its proprietary technique let loose. Bla bla bla. Bla 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 bla. Geplante Obsolenz. Ja, wie so eine Glühbirne oder ein Apple-Produkt. Frames decay, bla bla bla. Essen Arp remains. Meint jetzt Essen, das Wort für Food oder die Stadt? Wer weiß. So, sounds familiar. No, how do you know this? Der Herr ist Arzt. Wir sagen einfach, ja, gut. That may help. They swap to your other arm running something metal. Bla. Bla. I'm sorry, Sabin says, and you're unsure if they meant for the cold touch of the metal or anything else. Emulations like you, sleepers, as most people know you, aren't classified as people in any of the surrogate system. Bla. Bla, wir sind am Arsch. Bla, ne? Bla, bla. Wo kommt nun endlich die Rechnung? Bla, 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 bla. Bla. Ja. Ja. Wird bestimmt gleich sagen, was ich machen muss, um zu überleben. Bla.
la. May I have a better chance? Sabian sets down their slate, then let's complete this. This is dangerous. It'd be expensive. Jetzt sind wir bei der Rechnung. But I think we can do it. Thank you. Sabian walks away to the window, their face dappled by the shadows of passing drones. Let's just see if this works first. I'll let you know when I have a lead. You not a lead. Sabian's still staring out, unmoving. When you reach the lower level of the market, you look back up through the panels of the roof to see if you can see their face. But the room looks dark against the lights of the market. You duck your head and walk off into the crowd. As we gain jetzt. Und werden die sterben. Okay. Sabian thinks that they can source some stabilizer through Yatakan, but it's going to take a few cycles. Okay, schön, dass wir nicht alles durchgelesen haben. Hier steht, wir müssen ein paar Zyklen warten, dann hat Sabian etwas für uns in Richtung Drogen, also Medikamente. A few cycles, aber wird es leider dauern. Solange müssen wir überleben. Versuchen wir währenddessen, Dragos wieder zurück zu Pain alles. Ja, vielleicht können wir es jetzt schon machen. Wie viel will er denn haben? So, Dragos pulled you out of the cell and set up. Perhaps you can repay his kindness in time. Ja, wie viel will er denn haben? Wie viel ist das? Ich glaube nicht, dass 30 viel ist, weil ich ja nur Schrottarbeit mache. Nee. Jetzt machen wir nicht. Es ist safe. Das heißt, wenn ich auch scheitere, passiert wenigstens nichts Schlimmes mit mir. Aber wenn ich hier was mache, verletze ich mich oder dergleichen. So. Ja. 10 weiter. Sehr gut. Damit haben wir all unsere Actions verbraucht. Denke ich mal. Und können jetzt... Können jetzt schlafen gehen? Im Container? Ist es der? Nee, Rotunda. Ah, können wir weiterarbeiten, können wir andere Sachen machen. Oh. Wir haben ja keine Action. Wir haben keine Action-Punkte mehr. Also bringt's ja nicht viel. Aber wir können ein bisschen gucken. It takes several seconds to reach the starboard pad and return leader with crew. Okay. Okay, das dauert immer alles. Man muss ja lange warten, bis mal irgendwas passiert, was cool ist. Da waren wir schon. You're home for now. Wir können eigentlich auch jetzt schlafen gehen. Oder? Na, wir haben ja keine Actionpunkte mehr. Ergo bringt es eigentlich gar nichts, hier jetzt noch weiter was zu machen. Deswegen sollten wir jetzt schlafen gehen. Müssen wir schon mal essen oder sowas holen? Okay, wir sind Roboter, aber... Starving, wir verhungern. Ich hätte vielleicht was essen sollen. Beziehungsweise schauen sollen, wie man essen kann. This time you don't wake up. Instead, the ghost of the station that's shifting with literally surroundings you. Okay. For a moment you are gone, absent from your own body, stretch out across the colorless void. Then the connections begin to establish themselves in the edge of mind. Vielleicht haben wir noch eine Chance zu überleben. And then the service program, bla bla bla, touch it. Wir fassen es mal an. Bitte, ich will überleben. Vielleicht hilft uns ja wieder hier der Gutste, der Dragos. Dragos, kannst du uns einen Snickers oder so in die Hand drücken, bitte? Bitte. Ja. Okay, wir können auch die Scrap Components auch verkaufen, denke ich mal. Ah, wir müssen jetzt auch was essen. Denke ich mal. Aber wie? Wo? Gehen wir nochmal in den Markt. Wir brauchen was zu essen.
Gut, wir müssen 3 Segmente warten wahrscheinlich. Dann ist es... Ja, genau. Das wird ziemlich idiotisch angezeigt. Das erfreut mein Herz. Aber wir müssen was zu essen finden. Und wir müssen 60 Credits bezahlen, damit wir in den anderen Bereich des Ringes kommen. Aber wir haben nur 40, aber wir müssen was essen. Warum gibt es denn nichts zu essen? Bitte. Shipyard. Nee. Wir müssen unseren Gutsten helfen. Gut, hier gibt's nichts. Na gut, arbeiten wir mal weiter für unseren Drago. Ja. Moment, back in business. Every surgeon knows they're always just long ahead of the way. Okay. Ah, das ist risky. Wir wollen safe haben. Wir haben es geschafft. Jetzt ist dieser Back-in-Business-Punkt wenigstens erfüllt. Freude überzieht meinen Körper. Darkness is tied up in something ugly and if he misses a payment or two things could get nasty. Okay, anscheinend hat Dragos auch Probleme mit gewissen Leuten, denen er Geld schuldet. Und wir müssen ihm dabei unbedingt helfen. Wichtig. Moment mal. So, you arrive into a bus activity. Oh, komm, bitte, Dragos, gib uns ein bisschen was zu essen, bitte. Wow, she's a beauty, isn't she? Dragos stands at the side for Papa, she is. Ja, es ist wunderschön, das Teil. This place one is lost. Bla, bla, bla. Was ist passiert? Was passiert mit dem Schiff? Das ist nicht schön, was da passiert ist. Eieiei. Oh, nee, furchtbar, furchtbar. Let's do it. Ah, er möchte das Raumschiff starten, also sein Schiff. Aber das dauert wieder alles. Wir haben einen Upgrade-Punkt. Sehr gut. Bla, das machen wir mal. Hey, ich würde gerne einen Pluspunkt machen. Ah, kann man irgendwo machen, nicht verhungern? Wir machen mal unser Endure mal höher. Habe ich das jetzt gemacht? Anscheinend. Nee, Upgrades available. Aber es blinkte noch. Upgrades available. Das ist ein Bug, dass es noch angezeigt wird. Ha. We pay Dragos. Gut, sind wir aber noch dabei. Gut, ich sage, wir verabschieden uns erstmal mit diesen. Ja. Es ist nicht jedermanns Spiel, denke ich mal. Nein, es ist bestimmt gut, aber. Was heißt gut? Das ist eine ganz, ganz schlechte. Es ist Geschmackssache, wie jedes Spiel eigentlich, aber das ist besondere Geschmackssache, also für Feinschmecker wahrscheinlich, die gerne Muscheln essen, die wahrscheinlich gut schmecken für Leute, die Muscheln mögen, aber für jemanden wie meiner Wenigkeit, der eher Wachteln isst, das ist nichts. Ich weiß auch nicht, wie ich gerade auf Wachteln komme, ich habe noch nie eine Wachtel gegessen, aber soll wie Hühnchen schmecken. Hühnchen. Wie gesagt, es ist im Game Pass enthalten. Kauft es euch, holt es euch, also probiert es dort aus am besten, bevor ihr es euch kaufen solltet. Wie gesagt, es ist kein Super-Action-RPG, denke ich mal, so wie es aussieht. Es hat kein Kampfsystem oder dergleichen. Es ist wirklich eher so ein Entscheidungen treffen, strategisch Entscheidungen treffen und vor allem auch mit gewissen Zufallsmechanismen. Mit diesen strategischen Entscheidungen kann man natürlich das Glück auf seine Seite ziehen. Fortuna. In diesem Sinne, wie gesagt, probiert es im Game Pass aus.
Ich hoffe, es wurde euch gefallen. Ich glaube nicht, dass ich es weiterspielen werde, muss ich dazu sagen. Was aber jetzt überhaupt nicht die Qualität des Spiels bitte einschränken sollte. Ich bin halt mehr so der Dorfromantik-Typ. Jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Tut mir leid. Wie dem auch sei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abend, Nacht. Cheerio bis die Tage. Euer Jimis loves you.